Und ein herzliches Willkommen zurück bei einem weiteren Anlauf eines Turniers bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier. Ich bin von Nö her Gameplays als Hobby und ich werde immer schlechter. Aber wir kennen es ja schon von Pokémon Tekken DX und es geht um den Spielspaß. Und den hatte ich beim letzten Spiel, auch wenn ich in der ersten Runde schon ausgeschieden bin. Also noch nicht mal einen Sieg bekommen. Aber das war echt heftig und der Kerl war ja auch schon sehr gut mit dabei mit seinen über 1000 Punkten. Und Koopa war eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Wir behalten mal Koopa und versuchen mal unser Glück. Mal schauen, wie weit wir kommen. Und wen wir als Gegner finden. Der Gron 94 mit Bowser. Zwei Schildkröten. Nur ich bin etwas kleiner. Hey, ich bin in Führung. Oh. Da bin ich voll zu weit geslidet hier. Vielleicht ist der auch ein Ticken zu schnell. Oh ja. Scheiße. Ich glaube, der Kleine ist doch ein bisschen zu schnell. Gibt's doch nicht. Juhu! Juhu! Oh, du meine Güte. Hey! Ich war im Stern und hab R gedrückt. Meine Güte. Das geht echt alles zu schnell. Hä? Mann, ich komme nicht mehr über die erste Runde. Das gibt's doch nicht. Ach, wenn man den Koopa sehr schnell von links nach rechts kann und sowas. Ich glaube, der ist zu schnell. Also, da war ich mit der Rosalina wirklich besser. Zweimal jetzt mit Koopa gespielt und zweimal in der ersten Runde schon ausgeflogen. Nee, du. Ich glaube, da nehme ich doch jemand anderes dann beim nächsten Mal. Ich kann verstehen, wenn ihr mir keinen Daumen nach oben gibt. Aber trotzdem hoffe ich, als Unterhaltung hat es euch gefallen. Auch wenn ich verliere, kann es eigentlich ja Spaß machen zuzugucken. Das kann ja sein, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ihr dürft mir gerne trotzdem Daumen nach oben geben, auch wenn ich verliere. Und ihr dürft mich auch gerne abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bei Mario Tennis Aces im Online-Turnier mit von Löher Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.